Bier ist Lokalsache. Jede Region hat ihr eigenes Bier, jeder Biertrinker seine feste Hausmarke. In einem Kiosk in Hannovers Nordstadt gibt es Biersorten abseits des Standards. Mit seiner riesigen Vielfalt an Bierexoten hat der Kiosk von Oliver Schrank alias Onkel Olli schon längst Kultstatus erreicht. Wir haben insgesamt über 250 Biere immer vorrätig, verschiedene. Wir haben über 100 Sorten Brause und nichts von der Stange. Regionale Händler beliefern den Kiosk einmal die Woche mit neuer Ware. Neben Bier verkauft Onkel Olli auch Brausen für jeden Geschmack und die altbekannten bunten Tüten dürfen auch nicht fehlen. Getränke und Snacks kann man im Kultkiosk 7 Tage die Woche kaufen. Mitarbeiter Reinhold Beermann steht seinem langjährigen Freund Olli seit Ladeneröffnung vor 8 Jahren tatkräftig zur Seite. Ich habe schon immer gerne Bier getrunken, gutes Bier. Und durch den, oder überhaupt gerne Bier getrunken und durch die Arbeit hier in dem Laden bin ich selber auch erstmal drauf gekommen, wie viele verschiedene Biersorten es gibt, auch internationale richtig leckere Biere. Und ich bin gerne Biertrinker, Olli ist auch gerne Biertrinker. Er hat ein bisschen einen anderen Geschmack natürlich, ist klar, und so ergänzt sich das. Ich sag mal, die Leitung hier in dem Laden ist die Dualität des Wahnsinns. Von Anfang an setzt der Kiosk auf besondere Getränke und sorgt für das passende Bier zu jeder Gelegenheit. Die klassischen Biernationen sind alle vertreten. Biersorten aus Tschechien, England, Belgien, Polen und den USA erfreuen sich größter Beliebtheit. Vor allem die anspruchsvollen Bierliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Im Durchschnitt trinken die Deutschen im Jahr über 100 Liter Bier pro Kopf. In Ollis Kiosk könnte jeder dieser Liter von einer anderen Marke stammen. Ich finde, Onkel Olli gehört mit zur Nordstadt und ich unterstütze die Nordstadt sehr, weil es so meine Heimat ist und es gibt hier einfach die größte Auswahl und auch die leckersten Brausen und Getränke und deswegen kaufe ich häufig hier. Jetzt habe ich eine Afri-Cola gekauft, weil ich krank bin, sonst hätte ich mir wahrscheinlich ein Bier gekauft. Das ist Tegern sehr hell und das ist eine Empfehlung von Onkel Olli. Und der sagt immer, trink's leicht, ist schnell weg. Zum Wohl. Wer die Wahl hat, hat die Qual und bei so viel Auswahl fällt es wohl jedem schwer, seine Lieblinge einzugrenzen. Mein Favorite. Oh, das ist aber eine schwierige Farbe. Ich würde sagen, Augustiner ist eines der besten Biere. Da kann man auch mal 10 Stück von trinken, ist kein Problem. Man hat da nur einen Arsch, aber kein Schädel am nächsten Tag. Zukünftig sollen die Kioskregale nicht nur mit internationalen Bierspezialitäten gefüllt werden. An die 400 Leute haben sich nun zusammengeschlossen und gründen eine eigene Brauerei. Unsere Brauerei heißt Nordstadt Braut. Das Bier heißt 30167 Bier nach der Postleitzahl hier. Ja. Wir wollen Bier und Brause herstellen. Zuerst Bier. Unser erstes Pilz haben wir schon ausgeliefert. Das ist sehr gut angekommen. Denn Bier aus der Heimat schmeckt bekanntlich am besten. Na dann, Prost!